Herzlich begrüßen zu unserer heurigen Veranstaltung Parade in Trends. Das heißt, wie der Moderator schon gesagt hat, dass auch andere Fahrzeuge dabei sind. Das ist der Vorjahressieger, der Sieger vom letzten Jahr. Wir kennen uns schon, dürfen dich bitten, kurz aufzusteigen. Das ist der Reinhold Walzer. Guten Morgen, Reinhold. Ferrari 430, Skoda. And we hear the Ferrari sound. Yes. That's it, and now, ladies and gentlemen, all together now, let's go. Fünf, vier, all together. Drei, zwei, eins, and go! Applaus, Applaus mit Beinwolf von. Ihr seid noch müde ein bisschen, wir denken mal, das werden wir schenken. Ein Porsche, 356. B. Paul Seiler. Heißt der jetzt, oder was? Eine Ralle. Die größte Ralle. Zwei, eins, and go! Alles Gute, hey, euch zwei. Wenn es kurz regnen soll, das Wetter wird ja besser. Verdeckt zu machen, nicht vergessen, gell? Guten Morgen, Nico. Täuscht mich das oder war letztes Mal die Beifahrung bloß? Unser erstes deutsches Auto hier am Start. Jetzt kräftigen Applaus, go! Traut's euch nur. Die Melodie. Das ist ein famous racer. Hat mir gerade erzählt, das ist der einzige Ferrari auf der ganzen Welt, der hat einen Kindersitz. Guten Morgen. Der letzte gebaute 12-Zylinder mit Heckmotor, das hat man gehört, gell? Wahnsinn, also Testarossa hat er gesagt. Nachbau, oder wie? Wie ist das? Das war die Serie von Anil Testarossa, da kam der PR und dann gab es nochmal Autos als M, wie gesagt, 280 Stück. Und da fährt er schon. Jawohl, riesen Applaus. Wir machen einen Start. Unser Präsident vom ASS Seefeld startet wieder. Und jetzt all together, auch da hinten, gell? 5, 4, 3, 2, 1 und go! Okay, Applaus einmal, ein teuflischen. Also diesen Mann, den kennt man vielleicht aus Rundfunk und Fernsehen. Darf ich Ihnen vorstellen, ist der Martin. Wie heißt er denn noch? Utberg, ich bin aus Holland, ich bin Moderator und Rennfahrer. Wir fahren eigentlich 20, 30 Rennen oder Rallyes. Ich habe auf Facebook gestern geschaut, du warst doch letztes Jahr in Afrika, ne? Du warst in Afrika, weil der Great Race quer durch Afrika ist gefahren. Wir erzählen uns mehr, weil wir haben schon den nächsten Fahrer da. Und das ist jetzt auch ein ganz besonderer, nämlich der Chef vom Hotel Klosterbräu. Das ist auch für Seefeld ein sehr, sehr spezielles Auto. Der Auto gehört jetzt der Alois, ist ein 1959er Porsche 356B und der hat Alois Vater Sigi gehört und jeder Einheimische weiß, dass es ein sehr besonderes Mann war und heute ist es deswegen eine große, große Ehre, dass du mit diesem Auto hier bist. Oh! Ja, super. Jetzt ist der Martin da, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, was kommt jetzt daher? Ich bin der Ostermann Helmut, mein Beifahrer ist der Egon Kohl, der Nachbar von mir. Das Auto ist mein Baustellenfahrzeug, das wird tagtäglich gefahren. Wir haben gestern allerdings den ganzen Tag gepflegt. Er hat nämlich so eine 3 cm dicke Schlammschicht drauf gehabt für die Baustelle. Viel Spaß, hat er gesagt, gell? Wunderbar, bei mir kommt schon der nächste Ferrari. Wo ist mein Martin? Der Martin ist schon wieder weg, das ist der fliegende Holländer, sag ich mal. Ein bisschen kurz was über das Auto zu sagen und aus welchem Kanton kommt. Wir sind Schweizer und wir kommen aus dem Kanton Aargau. Wir sind vom Ferrari Club Switzerland und das ist mein Baby. Dieses Fahrzeug ist extrem abgehängt, Motor gibt 620 PS. Oh, Switzerland! Wunderbar! Dieses Auto, das gefällt mir wirklich gut. Ich liebe dieses Auto, gell? Und zwar nicht wegen dem Auto, sondern wegen dem Inhalt. Jetzt kommt ein anderer Sportwagen.
Der Auto ist ein Mini Cooper S, aber kein normales Mini Cooper S. Das ist ein Mini Cooper Works mit über 320 PS. Und wir haben den Thomas dabei vom Tiroler Tageszeitung. Du hast keinen Helm. Hast du Angst? Ja, ein bisschen schon natürlich. Aber Toni ist so ein guter Fahrer, da wird alles gut gehen. Guten Morgen. Wir begrüßen unseren Beat aus Zürich. Wie geht's dir? Wenn wir in Seefeld sind, geht es immer perfekt. Nein, Seefeld ist immer perfekt. Es ist nicht so das Serienmäßige, gell? Serienmäßig von diesem Portfolio gibt es weltweit nur ein paar hundert. Go, Zürich, go! Wir haben wieder einen wirklichen Ferrari, das ist wunderbar, und zwar den Chris Zanders aus Leutersch. Guten Morgen, Chris, wie geht's? Alles super, danke. Alles super, bitte, ich habe nicht allzu viele Informationen, erzähl uns ganz kurz was über das Auto. Das ist ein Ferrari Maranello 55 mit knapp 500 PS. Chris, mach's gut. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen da braucht man vielleicht die Seefeld TV, die Kamera ein bisschen näher. Komm her ein bisschen zu uns. Und zwar, liebe Freunde, den Mann, den kennt ja eh fast jeder. Seefeld TV her. Also das Auto ist Baujahr 1965. Das ist ein Carrera 6, Porsche 906 ist die Type. Designt hat ein Ferdinand Biech, der jetzige VW-Chef. Und macht riesen Spaß. Das Auto hat nur 600 Kilo, 200 PS. Hallo Manfred. Bist du beim Rennen mitgefahren? Ja, sowieso. Wie war's? Wunderbar. Eine Porsche Panamera, da sitzt der Herr Doktor, wie war's? Ja, grüß Gott, meine Herren. Wie habt ihr denn das gemacht? Ganz locker haben wir es gemacht. Aber da war doch ein anderer drinnen heute in der Früh. Nein, das ist immer der gleiche. Ist immer der gleiche, aber durch die Fahrt wahrscheinlich. Ja, ist ja. Servus. Wie war's? Ja, es war ganz eine tolle Veranstaltung heute. Ihr seid aber mittlerweile so braun gebrannt, wollt ihr dazwischen segeln? Ja, am Silberstein Stausee haben wir Pause gemacht und haben uns ein bisschen in die Sonne gelegt, weil wir so schnell waren, dass wir nicht das erste ankommen. Für alle Damen jetzt bitte, also nicht in Ohnmacht fallen, wir haben Ihnen heute den Titel gegeben. James Bond, wie war das Rennen? Super. Ferrari 512N, gell? Der Fahrer ist da der Nico. Nico, wie war es mit der Rebecca? War super schön, tolle Ausfahrt, Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Kommen Sie nächstes Jahr wieder. Wir kommen gerne nächstes Jahr nochmal zu euch. Ja? Wunderbar, vielen Dank und einen riesen herzlichen Applaus. Nächstes Jahr ist er wieder bei uns hier. Das Rennen so gut. War gut. Hat das mit dem Slalom auch funktioniert? Alles bestens. Bestens. Wunderbar, ein riesen Applaus für unseren Ulrich. Ja, und Rebecca stimmt aber noch nicht. Jetzt haben wir wieder den Peter da. Liebe Freunde, das darf ich euch vorstellen. Und der Herr, der kriegt einen riesen Applaus. Das ist der Chefkonstrukteur von Chefdesigner. Pardon? Von Porsche. Das ist jetzt unser Schweizer Team. Und zwar, sag's am besten selber. Grüß dich, wer war das erste Mal? Ja, das war super toll hier, ja. Nein, das Auto liebe ich. Das kann ich nur so aufgeben. Ja, bitte, nicht, dass wir den Lamborghini. Bitte auf der Seite zurücktreten. Aufpassen. Ja, das Auto, das ist der Vorjahressieger, was jetzt bei uns hier einfährt. Guten Tag. Geht schon. Mach's los. Aufpassen, bitte. Schau, bitte kriegen wir das mal auf die Seite. Tut doch Gas, tut doch Gas. Attention. Wunderbar. Wir haben euer Auto bereits mit Bildberichten im Internet und da gibt es schon riesen Kommentare. Also es ist eines der beliebtesten Wagen. Da. Das ehrt uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Aber wir sind nur die Friends. Die Ferraris, denen gehört heute jetzt schon. Mit einem Corso durch Seefeld. Und werden dann später natürlich sieht man sie. Also auch wenn ihr am Abend, beim Abendspaziergang durch den Ort geht, stehen sie vor dem Hotel.